Hallo. Ja, hallo, mein Name ist Nuray Ön. Ich bin AWO-Schulsozialarbeiterin an der Sekundarschule Gellershagen und ich bin von Anfang an dabei. Und ich bin Sarah Triebler-Waters, AWO-Respektcoach und bin ebenfalls von Anfang an hier an der Schule mit dabei. So, jetzt wollen wir euch unsere Arbeitsbereiche etwas vorstellen. Ja, was macht eine Schulsozialarbeiterin an einer Schule? Ein Aufgabenbereich hier ist Beratung, Einzelfallhilfe. Ein weiterer Arbeitsbereich ist Projektarbeit in den Klassen, zur Klassengemeinschaft, zu Themen, die die Klassen betreffen, zu organisieren, selber durchzuführen oder auch gemeinsam mit Respektcoaches das zu gestalten. Zu meinen Aufgaben als Respektcoach gehört vor allem auch die gruppenbezogene Projektarbeit zu dem großen Thema, wie wollen wir gut miteinander leben. Das beinhaltet kleinere Themen wie Gerechtigkeit, Diskriminierung, Ausgrenzung, Toleranz, Respekt und Vielfalt. Diese Projekte führe ich entweder mit der ganzen Klasse durch oder auch mit einzelnen Gruppen, wie zum Beispiel nur die Mädchen oder nur die Jungen. Ich mache die Projekte entweder selber in Kooperation mit der Schulsozialarbeit oder auch mit externen Experten. Außerdem biete ich an, hier vor Ort Ansprechpartnerin zu sein für die Schulleitung, das Lehrerkollegium und alle Schülerinnen und Schüler und eine intensive Begleitung, wenn Sie dies möchten. Beispiele für Projekte sind Patenschaften. Ältere Schüler können Patenschaften für Jüngere übernehmen und somit Pausengestaltungen machen. Oder wir haben hier Schulsanitäter, die in Erste Hilfe leisten können. Das sind so einzelne Projekte, die wir hier mit den Schülern gemeinsam durchführen. Als Respektcoach ist es mir besonders wichtig, dass ich hier vor Ort mit allen Menschen zusammen kooperiere, dass ich genau weiß, welche Bedarfe es in den einzelnen Klassen und für die einzelnen Schülerinnen gibt. Außerdem erschaffe ich Räume, in denen Dialoge ermöglicht werden, in denen wir andere Kulturen, andere Religionen, andere Weltanschauungen und Lebensweisen versuchen besser zu verstehen. Ich setze mich dafür ein, dass diese Schule hier ein respektvoller Ort bleibt. Ja, wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss!